Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones, okay? Was für krasse Schiffe haben die bitte? Ich will das Schiff haben. Ich habe Schiff gesehen. Okay, das sind die neuen La Pests. Eine Katze. Es gibt jetzt eine Krabbe! Jacks Rübe. Es gibt jetzt ein Kräppchen. Okay, das ist cool. Das sind Regatta-Token. Das sind die Regatta-Token, stimmt. Ich habe ja gesagt, mit Regatta-Token kann man sich auch Sachen kaufen. Das heißt, das, was du hier für echt Geld bekommst, abgesehen vom Lemur, ist das gleiche, ne? Duang-Yang-Schiff? Duang-Yang-Schiff, ja. Ey, du kannst jetzt auch mit Regatta-Token eher spielen. Da soll niemand sagen, Skull and Bones wäre nur auf Geld aus. Das will ich nie wieder hören. Du kannst dir den kompletten Shop hier mit Rennen eher spielen mit Regatta-Token. Okay, dann gehen wir mal ins Spiel, oder? Nach 6 Minuten. So, willkommen zurück bei Ubisoft Connect. Entdecke die Vorteile von Ubisoft Connect. Habe ich nicht. Vielleicht später. Okay. Weise Manufakturenschiffe zu, damit diese automatisch die Achterstücke abholen, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Es ist ratsam, ein Schiff zuzuweisen, das mindestens einen empfohlenen Schiffsrang hat. Ein Schiff mit einem niedrigen Rang kann sich bei Feindkontakten möglicherweise nicht verteidigen. Das heißt, das Schiff könnte beschädigt werden und seine Fracht verlieren. Okay. Okay. Ich glaube, das allererste, damit wir das schon mal abgehakt haben. Oh, was mit ihm? Schmugglernetzwerk? Warte. Ich habe beobachtet, wie ihr das ist die gleiche Story wie aus Season 1. Und anstatt, dass da jetzt eine Katze sitzt, ist da die Krabbe. Okay, ich würde sagen, das ist Ultra-Copy-Paste. Das ist übel Copy-Paste. Der sagt sogar das gleiche, glaube ich. Okay, können wir das überspringen? Das juckt hier niemanden. Das ist das gleiche wie in Season 1, Leute. Das könnt ihr euch selber anhören, weil euch das interessiert. Ereignis. Das ist neu. Drachenregatta. Event endet in 20 Tagen. Du findest den Start dieses Rennens nordöstlich von Lanitra. Strecke 1. Strecke 2. Strecke 3. Große Bestenliste. Event-Info. Das ist geil, sage ich euch. Jade Drachenshop exklusive Vorschau. Wir gehen mal hier zum Kollegen. Ich versuche ein bisschen Stück für Stück vorzugehen, damit ich nicht komplett overwhelmed bin. Aber ich glaube, die Krone sagt schon alles. Wir haben neue Aufgaben im Main Contract. Das finde ich sehr cool. Also, für alle, die immer so Bashing betreiben, da wurde in 1000 Millionen Sprachen, auch wenn es jetzt gerade nicht viel war, aber auch bei dem einen Typen da, nochmal komplett synchronisieren lassen. Das ist echt nicht normal. Das kannst du bei irgendeinem anderen Game nicht haben. Diablo, als sie das alles vertont haben. Ich glaube sogar, das war nur auf Englisch. Oder was auf Deutsch. Das eine Lied da. Wisst ihr noch, Midwinter Blight, ist auch egal. Aber dass hier alles nochmal vertont wurde, Junge, Junge. Okay, kaufen. Was gibt's hier? Verbesserte Bauteile für 2000. Eins? Ruderpachtvertrag, Küste Afrika. Für 10.000. Na gut. Aber ich glaube, da muss man nichts mehr zusätzlich zahlen. Kann das sein? Schwarzmarkt abchecken ist für das nächste Interessante. Okay, Schwarzmarkt, Leute. Faule Ilse ist ja witzig. Querschläger. Treffer am Rumpf oder an einem Gebäude prallen in Richtung eines Ziels in der Nähe ab und verursachen 65 ursprünglichen Schadens. Wie geil ist das denn? 350 Sovereign. Hier ist der neue. 600! Der Streithammer. Die zerstörerische Waffe ebnet jetzt wörtlich den Weg, den sie lässt große explodierte Raketen vom Himmel regnen. Raketenartillerie. Feuert ein Salve mit 10 schweren Raketen ab, statt vieler kleiner Raketen. Und Sturmverwobene ist neu, kostet 450 Sovereign. Wenn Entdeckung gegen gehalten wird, wird ein Schallangriff aufgeladen. Der Gegner in der Umgebung bis zu 6000 Schaden zufügt. Reichweite 125 Meter. Cool. Eid des Buccaneers. Wenn ein Ziel zerstört wird, erhält dein Schiff den Status Blut und Gold. Der Waffenschaden und Panzerung 30 Sekunden lang 25% erhöht. Cool. Ah, guck mal, das erste Buch bleibt. Guck mal, das erste Buch bleibt komplett. Alles, was auf Rote Insel zieht, reicht ja erstmal. Seevolk ist Rote Insel. Ich würde komplett Rote Insel durchgehen. Und Imperium baller ich, glaube ich, auch. Fahrer ist auch Rote Insel. Ja, dann lohnt sich das doch auch zu machen, oder? Was hat es jetzt gekostet? 18.000. Ja, Abfahrt. Fahrer. Mein Plan ist wirklich, komplett Rote Insel erstmal nur einzunehmen und damit so gut es geht, alles zu machen. So, Kompanie, Ungwanischer, Rempa ist alles irrelevant, richtig? Niederländisch sowieso und imperiale Verwaltung. Maximale Anzahl der Manufakturen bis jetzt auf 10. Das war doch früher nicht so, oder? Dauerversorgungsfahrten um 2 Minuten war früher auch nicht so, war glaube ich nur 1 Minute. Manufakturen auf 36.
Aber es sind ja nicht niemals alle. 48. Es gibt ja über 70. Ah, hier, ganz am Ende gibt es dann... Das brauche ich ja gar nicht. Das brauche ich ja gar nicht. Easy. Übernahme erfolgreich. Okay, und jetzt? Da ist sie. Citrana. Manufaktur verwalten. Okay, man kann sie finanzieren, klar. Was mit Leveln? Ah, guck mal hier, nächstes Level. Verbessern. Der sagt dir direkt, was das nächste Level gibt. Eine Produktion pro Stunde mehr und Kapazität 200. Das machen wir auf jeden Fall. Kostet 400. So, Level 3, Level 4 gibt 2 mehr und 400. Nochmal 2 mehr und 1000. Nochmal 2 mehr und 1500. Jetzt kostet schon das Upgrade 2k. 48 und 2k. Okay, und die nächsten Level. Da steht leider nicht, wie lang die finanziert sind. Schiff zuweisen. Ein Schiff zuweisen. Okay. Geringes Risiko, Stufe 11, 12, 8, 7, das geht alles. Okay, aber das ist cool. Das ist cool, Leute. Sagt ehrlich, das ist cool. Gibt es mittlerweile neue Schiffe? Ja, es gibt jetzt die Brick. Gucken wir uns vielleicht auch noch an. Die Brick gucken wir uns vielleicht auch noch an. Ich muss jetzt die Schiffe mit Müll-Items erstmal bestücken und gucken, was neue Schiffe bauen kostet. Weil da würde ich nämlich ein paar Schnaus oder das Schiff bauen, was am günstigsten ist und das zuweisen. Mit Billo-Items, die ich einfach rumliegen habe noch oder so. Lust auf ein Rennen? Lust auf ein Rennen? Geh zum Schiffsbauer. Ja, zum Schiffsbauer gehen wir jetzt auf jeden Fall mal. Sprich mit einem Schiffsbauer, um deine Schiffe zu verbessern. Die Verbesserungen steigen die Kampfkraft deines Schiffes auf unterschiedliche Weise. Geh zum Schiffsbauer und sagt an, um mehr über das Event zu erfahren. Abgeben. Finde den Rennboje, um ein Rennen zu starten. Du findest den Start dieses Rennens nordöstlich von Lanitra. Okay. Neue Gegenstände herstellen. Schiffe verwalten, Schiffen verbessern, kaufen, verkaufen, Regatta Info Bestness. Okay, kaufen, verkaufen. Verkaufen. Okay, man kann da keine Schiffe verkaufen. Zumindest sehe ich davon nichts. Gibt es hier irgendwas Spannendes Neues? Ja, das ist gleich wie Schwarzmarkt, ne? Also hier kann ich nicht verkaufen. Da, Schiff verkaufen. Die Dau kann man nicht verkaufen, alle anderen schon. Bäder, Kutter... Und Schiffe verbessern. Also ich glaube, das erste Level ist allgemein Rumpfzustand, oder? Ah, hier, guck mal, neue Vorteile. Verbesserung für Kanonenluken. Du kannst Bugwaffen ausrüsten und die hintere Kanonenluke nutzen. Nachladezeit um 5% reduziert. Brigantine verbessert. So, nächstes Level Brigantine kostet Luck. Nächstes Brigantine-Level kostet Luck. Scheiße, Alter, ich habe die ganzen Materialien immer verkauft. Also da bin ich gerade ein bisschen sauer auf mich selber, da ich alles immer verkauft habe. Gibt viel mehr Fracht auf 60k. Formsand in trockener Formsand. Ah, guck mal hier. Lack. Schellack. Holzpech. Aus Holzteer. Panzerglas aus Scheibenglas. Was steht auf dem Kopfgeld? Vers der Reue? Neu? Bertrand Huback? Vers der Vergeltung? Stufe 14 und 15? Und Symphonie der Morelle? Kompanie Royal. Jägung Gejagte und die, die wir alle kennen. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist mal ein Schiff... für die Dingsbums herzustellen, ne? Ein Schiff ready machen. Die Schnau am besten, weil Schnau juckt mich gar nicht. Ich werde die Schnau ready machen, damit die Schnau... Ja. Damit die Schnau... Da kannst du ja irgendeinen Müll reinschmeißen. Hier, Segelkalverine kannst du haben. Kann ich jetzt einfach bei hinzufügen. Machen wir da hin. Wenn ich jetzt hier auf die Schnau gehe... Your Crew, geringes Risiko. Da ist aber irgendwas Rotes ist da. Aktives Schiff kann nicht zugewiesen werden. Das macht Sinn. Hier! Schnau. Level 11. Zum Zuweisen zur automatischen Sammlung. Angelegt. Geringes Risiko. Zugewiesenes Schiff. Und jetzt starten wir das Ganze hier. 48. Finanzieren. Finanziert für einen Tag und 5 Stunden. Liefermenge 610. Das heißt, sobald da 610 drin ist, bringt er mir die. Ohne, dass ich jetzt irgendwas machen muss. Das ist die erste. So funktioniert das. Das ist die erste. Hochleveln. Irgendein Schiff bauen mit irgendwelchen Klamotten, die ihr nicht mehr braucht. Also nehmt auf jeden Fall nicht das heftige Zeug, sondern irgendwelchen Schrott, aber mit hohem Level, was ihr selber nicht spielen würdet. Gibt ihm eine Panzerung, was ihr nicht mehr braucht. Und irgendwelche Möbelstücke, die müssen auch alle überhaupt gar nicht zusammenpassen. Es muss nur das Level erreicht werden. Und dann fügt ihr das Schiff zu dem Ding hier hinzu. Und so kann man das jetzt natürlich mit allen auf der roten Insel machen. Auf der roten Insel gibt es insgesamt 17, glaube ich. Ich will jetzt nicht zählen, aber die kann man sich easy peasy mit 17 Schiffen bestücken über die nächste Zeit. Okay, cool. Cool, cool. Das haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Brigantine. So. 15 Gummi, 25 Lack, 35 Rosalpeter, 3 Verbesserungsdinger. Verbessern. Abfahrt. Und Stufe 3 gibt es
Blaue Tiefe verbessert die Wendegeschwindigkeit beim Reisen auf See. Und Schnelligkeit wird erhöht. 13 Knoten und 20 Knoten, das brauche ich, Mann. Ich brauche Gummi. Die Brick. Ah ja, genau. Jetzt gucken wir mal in den Kaperbrief, Leute. Noch verbesserte Bauteile. Also ich würde hier unten den ersten machen, glaube ich. Hier unten verbesserte Bauteile, auch wenn der Rest am Müll ist. Aber hier nochmal 6 verbesserte Bauteile. Ist schon ganz geil. Wir können nochmal kurz... Warte mal, entdecke Bonusbelohnung. 10 Belohnungen eingelöst. 20 Belohnungen eingelöst. 45 Belohnungen eingelöst, gibt den Bauplan für die Brick. 55 Belohnungen eingelöst, gibt einen Pachtvertrag. 70 Belohnungen eingelöst, gibt die Krabbe. Und 90 Belohnungen eingelöst, gibt den Eroberer. Okay, also ist genau wie in der letzten Season. Wenn man 45 Level gemacht hat, das werden wir gleich auf jeden Fall drauf hinarbeiten, gibt es die Brick. Es war auch vorher so, ich glaube, das ist auch bestimmt immer noch so, dass man Schmugglerpunkte bekommen kann, wenn man einfach Erfahrung sammelt, ne? Und hier haben wir die Brick. Unterstützung. Unterstützer sind darauf spezialisiert. Okay, es ist wieder ein Unterstützungsschiff, okay? Handwerker. Aufeinanderfolgende Waffentreffer gegen ein Ziel erhöhen die effektiv anschließend eingesetzter Bojen. Ach, für Bojen. Für Bojen, okay? Verbessern. Das war es falsch, glaube ich, oder? War das Brigantine? Das ist eine andere Animation. Oder ist das, weil das jetzt Level 3 ist? Brigantine verbessert. Okay, damit haben wir jetzt 20, 25 Gummi nochmal. Das würde Rumpfzustand und Deckungsstärke nochmal erhöhen. Aber egal, 13 Knoten und Trimmgeschwindigkeit 20 Knoten. Das ist schon mal huge. Und jetzt gehen wir ins Rennen. Jetzt gehen wir ins Rennen, Leute. Interagieren. Raserei der Roten Insel. Annehmen. Rennen beginnt in 10 Sekunden. Halte dich bereit, sieh dir den Zielpunkt auf der Karte an. Wie sieh dir den Zielpunkt auf der Karte an? Was soll ich tun? Rennzeit. Verleihende Zeit. Erreiche Zielpunkt 0 von 7. Erreiche innerhalb der Zeit uns alle Zielpunkte auf der Karte. Ich hatte echt wenig Zeit, mir die alle anzugucken, Mann. Das ist gemein. Ersten haben wir. Aber ich kann ja on the fly gucken. Da durch und wieder hier durch. Ach, das ist ja kacke. Oh, guck mal, hier ist Boost. LOL, das gibt mir wieder voll Ausdauer. Dreh dich, Mann, dreh dich. Digga, noch schlechter kann man nicht fahren. Guck mal, ich kann gar nicht mich wenden mit dem Boost. Ich will neu anfangen. Haben die nicht gesagt, bessere Manövrierfertigkeit, Manövrier-Dingsbums? Das ist übel scheiße, Mann. Alter, der wendet sich ja gar nicht, Digga. Brigantine scheiße, so. Okay, geschafft. 5k bekommen. Und eine Kiste, die machen wir natürlich auf. Lack, Bomben, Zong, Zieh und Achterstücke. Als wir damals alle über Season 2 nachgedacht haben, war so die Grundstimmung, okay, dann kriegst du am ersten Tag alle Manufakturen und es geht nur Manufaktur, Manufaktur, Manufakturen. Ich habe eine Manufaktur geholt, um was auszuprobieren. Sonst habe ich gar nichts gemacht bisher. Okay, Bark. 17 Knoten. Die war vorher bei 15. Das heißt, die ist dann so schnell wie eine Brick. Bark auf Stufe 3. Aber kann ich mir das nächste Level schon angucken? Ah, hier, Vorschau. Hier. 1 von 6, 2 von 6, 3 von 6 gibt Geschwindigkeit. Trimmgeschwindigkeit 17 und 12. 4 von 6 Rumpfzustand Deckung. Grundschiffsrang auf 6, Ausstattungsstellplätze auf 6. Und ganz am Ende Flicken. Okay, der Geschwindigkeitsboost kommt immer auf Level 3. Das heißt... Mein Call, alle Schiffe oder die du nutzt, auf 3 machen. Ich finde, das Rennen sollte auf quasi einem abgesperrten Gebiet sein. Ohne Gegner, ohne irgendwas. Weil sonst ist es ja nicht ganz, ja, ganz nach, also ganz gut vergleichbar. Und dann auch noch eine Top 100. Da kommt es ja dann auch voll drauf an, wie viel Glück du einfach mit den Gegnern hattest. Wie doll die dich nerven oder eben nicht nerven und in Ruhe lassen. Und was mich auch mega interessiert, ist, ob jeder hier die gleichen Windvoraussetzungen hat. Oder ob der Wind mal dreht und du mal andere Windvoraussetzungen hast. Ob es da diesen einen Punkt gibt, wo immer perfekter Wind ist. Weil ich habe echt viel Gegenwind, ne? Ich denke, der Wind kann immer anders sein. Das ist ja übelste Scheiße, Mann. Sind die dumm da? Und das auch noch im Kaperbrief mit 6 Minuten Restzeit. In 6 Minuten. Wie soll man das schaffen? Ich bin perfekt gefahren.
Ich kann ja nichts dafür. Ich kann ja nicht besser fahren als das, was der Wind mir gibt. Das ist doch scheiße, Mann. Keine Windströme auf der Karte. Das ist wieder einfach scheiße durchdacht. Bin richtig sauer wieder. Wieder nicht geschafft. Ich müsste jetzt am Ziel sein. Muss aber noch einen ganzen Weg hier lang machen. Und nur geh. Also ich hasse den Gegenwind. Das macht mich so. Ich weiß wieder, was mich so an dem Game so abgefuckt hat. Also ich habe alles auf Geschwindigkeit gemacht. Wassertanke benutzt. Und mein Schiff ist auf Level 3. Das ist also das Maximum, was du machen kannst. Und du hast, man schafft es nicht easy diese Zeit. Das mit den Rennen ist eine coole Idee, aber macht's doch auch cool. Macht's doch auch cool. Macht's doch cool, dass wenn du in einem Rennen teilnimmst, immer Rückenwind hast. Oder dass Wind aus ist. Oder dass der Wind auf den Strecken immer gleich ist. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Mach's doch cool. Und mach's nicht einfach wieder scheiße, Mann. Sollen wir die Verträge einlösen oder lieber warten? Keine Ahnung. Kann ich doch gar nichts zu sagen. Ich habe noch keinen eingelöst, würde es aber gerne mal ausprobieren. Vielleicht nehme ich mal gerade ein und segel mal eine Manufaktur weiter, um das auszuprobieren. Weil wenn ich jetzt direkt 7 Verträge habe, dann könnte ich die 7 Verträge direkt losballern, mir 7 Schiffe bauen und die Schiffe hinzufügen und morgen direkt 8er-Münzen sammeln, right? Das wäre ja die Idee. So, jetzt interagieren. Löse den Ruderpachtvertrag ein. Freemans Ruderpachtvertrag. Weberei Lamba beschafft. Okay, und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich die einfach. Manufaktur verwalten, verbessern, wähle Schmugglerware. Okay, verbessern. Okay, die haben es natürlich ein bisschen schlecht erklärt, deswegen erkläre ich es jetzt hier in dem Video. Ich hoffe, ja, man versteht das. Was mir nicht so ganz klar war bei den Mieten ist normalerweise, ey, du zahlst jeden Monat irgendwas oder einen bestimmten Zeitpunkt, einen Zeitraum irgendwas und kannst dafür was mieten. Deswegen hat mir und, glaube ich, vielen auch nicht erschlossen, was das Mieten bringt. Aber das Mietending wird hier anders gemacht. Du kaufst ein Pachtschriftstück für eine andere Währung als... Nee, du kaufst ein Pachtschriftstück, womit du eine Manufaktur quasi einfach sofort übernehmen kannst, die dir bis zu Ende der Season gehört. Diese Pachtverträge kannst du bei Rama und bei Skurlock kaufen, habe ich gesehen. Und du kriegst für den Anfang der Season ein paar. Und du musst dann nichts mehr bezahlen. Du kaufst die quasi einmal, diesen Wisch. Und mit dem Wisch fährst du zu irgendeiner Manufaktur, wo du den einsetzen kannst. Und kriegst diese Manufaktur dann die ganze Season. Ich hatte gedacht, man hat das vielleicht noch eine bestimmte Zeit oder sonstiges. Was ich auch nicht verstanden hatte, da stand irgendwie was von wegen, wenn die Miete aufgelöst wird, dann kriegst du die Manufaktur nicht mehr oder irgendwie sowas. Aber du kannst ja nicht eine Manufaktur wieder wegmachen. Das heißt... Die gehört dir jetzt einfach. Zumindest sehe ich hier auch keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich will nicht mehr mieten oder sowas. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal leveln und dann wieder schön ein Schiff hinzufügen. Das ist so viel entspannter, als es letzte Season war. Mit den ganzen Übernahmen, da hast du manchmal was nicht bekommen, hat Ewigkeiten gedauert, wurde 1000 Mal angezeigt. Viel entspannter das ganze Manufakturenthema. Viel entspannter. Ob es besser ist, weiß ich gerade noch nicht. Habe ich noch keine Meinung zu. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr viel entspannter. Dann kannst du noch Buyout machen. Das heißt, du musst noch irgendwo Materialien kaufen und das wegbringen. Also aktuell gefällt mir das sehr gut. Ja, grundsätzlich sowieso, weil du willst natürlich jeder Manufaktur ein Schiff zuweisen. Zumindest würde ich das behaupten. Es macht also keinen Sinn, selber noch die Münzrunde zu fahren, wenn du es auch automatisch machen kannst. Dein Job in der neuen Season sind die Rennen. Sind die ganzen Events, die du bespielen kannst, das heißt das Monster, die Gegner und Materialien sammeln zum Leveln bzw. Bauen von neuen Schiffen. Das ist deine neue Aufgabe. Und natürlich Manufakturen einnehmen. Aber die Manufakturen abholen ist absolut nicht mehr Teil deiner Aufgabe und nicht mehr Teil des Endgames. Zumindest würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Ich baue lieber nochmal irgendein Schiff, als selber überhaupt nochmal irgendwo Münzen abzuholen. Du kannst ja später auch, sagen wir mal, du fängst mit der Roten Insel an und dann hast du bei der Roten Insel alle Manufakturen auf einem hohen Level und alle Manufakturen mit deiner Flotte. Dann kannst du ja auch sagen, ey, ich hole mir jetzt alle Manufakturen in Afrika und packe meine komplette Flotte in Afrika und Rote Insel mache ich ab sofort selber. Weil ich glaube, falls das stimmt, was jemand geschrieben hatte, kann man nur 40 Schiffe insgesamt haben. Bedeutet, du hast nie die Möglichkeit, alle Manufakturen durch die Flotte einsammeln zu lassen.
Aber zumindest mal ein großer, richtig, richtig großer Teil, ne? Okay, Doki, Symphonie Mortelle. 7 Dingsbums gibt das auch. Den will ich alleine schaffen. Oben, guck mal, die neue Anzeige mit dem Leben. Ganz oben in der Mitte. Das war vorher auch nicht, oder? Der hat oben jetzt eine komplette Anzeige. Das ist cool. Seht ihr das? Da kann man dann viel besser sehen, wie viel Leben er noch hat, finde ich. Finde ich cool. Wie ist dein Ersteindruck? Echt cool. Also, das mit dem Rennen und dem Gegenwind verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen. Das ist ein großer Kritikpunkt. Aber an sich mega, mega cool alles. Coole Neuerung. Also, cool weitergeführter Spielsystem. Und das, was einen nervt mit den Manufakturen, gut entfernt quasi. Oh, das war's. Schön, Leute. Medaillon der Verdammten gekriegt. Cool. Ach schon, war schon immer kostenlos und Rest halte ich für fake. Ach, vielleicht meint er die ganze Woche. Also, für alle, die das Video auch auf YouTube sehen, ab dem 30. Mai wird Skull & Bones eine Woche lang kostenlos spielbar sein. Ich denke mal, wie in der ganz normalen Demo wird es dann so sein, dass ihr auch euren Spielstand rübernehmen könnt ins Fullgame. Bedeutet, ihr könnt eine Woche lang reinschnuppern, komplett kostenlos. Ab dem 30. geht's los und dann ja, ins Spiel mal reinschauen. Also, meiner Meinung nach lohnt sich auf jeden Fall extrem. Einfach mal reinschauen. Gerade der Anfang ist sehr faszinierend und macht echt viel Laune. Macht das auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, das auch mal selber auszuprobieren, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Ich kann porten, das ist halt cool. So, Leute, auf La Nitra gibt es hier den Meisterjäger des Seevolks und der hat jetzt nicht nur die Kuaribo, sondern auch noch eine neue Questline für das neue Seemonster. Das Verschwinden. Und hier, warte mal, mit den Zähnen? Leviathan-Bauplan gekauft mit den Zähnen. Leute, wenn ihr noch ganz viele Zähne aus der letzten Season hatte und Lestari-Eintopf. Wenn ihr noch Zähne über hattet, könnt ihr euch hier Sachen kaufen. Alter Schwede, hier müssen wir hin. Genau, Zamaribo war, glaube ich, hier. Und hier haben wir jetzt Lestari. Abfahrt, da treffen wir uns. Ich hoffe, der ist unterschiedlich zu denen, die wir... Oh, davon ist er schon. Der Hai, der ist groß, Alter. Und der Mega-Lestari ist noch größer. Digga, der ist riesig. What she said. Digga, ist der groß. Guckt ihn euch an, da ist er. Jeder einmal angreifen, ihr kennt das noch, ne? Lasst jeden einmal angreifen für den Loot. Und jetzt ist da auch so ein Bereich drumherum. Das war auch immer super. Auch immer doof, weil man nicht genau wusste, ey... bis wohin geht der? Bis wohin müssen wir? Wo ist das Zielgebiet? Alter, der ist schnell. Alter, der ist richtig schnell. Der ist flott unterwegs, der Sack. Ah, getroffen. Perfekt. Okay, Abfahrt. Killt ihn. Lu guckt zu. Oh mein Gott, ist der groß. Oh mein Gott, habt ihr die die Flosse gesehen? Aber es gibt keine, oder zumindest habe ich es nicht gesehen, so eine Lebensanzeige, ne? Aber getroffen, sehr schön. Kann ich nochmal hochkommen? Bam, Junge. Schön mit der Schwanzflosse. Da kommt wieder seine Attacke. Bop. Da, abgeschossen. Ja, also cool. Aber warten wir mal ab, was mit dem Mega-Lestari ist, mit dem Kopfgeld. Weiß jemand aus dem Chat gerade auswendig, wann der Mega-Lestari kommt? Ist schon nächste Woche oder später? Ich glaube in 2 Wochen. Okay. Damit haben wir aber alles, glaube ich, abgedeckt. Rennen, Monster, Kampf vom Kopfgeld, Management von den Flotten, Upgrades der Schiffe, den Kaperbrief, den Schwarzmarkt, alles, alles abgedeckt. Ich hoffe, da habt ihr einen guten Overview bekommen, was es alles gibt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es zusammengeschnitten habe, aber wird bestimmt gut werden. Wenn ihr nichts verpassen wollt von Skull & Bones, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von Skull & Bones haltet. Also ich finde vor allen Dingen verglichen mit Season 1 eine richtig, richtig gute Steigerung. Gut weiterentwickelt. Ich hoffe, dass da noch einiges auch in den nächsten Seasons kommt. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.